Hier ist Dora von Doras Corner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, der Herbst hat angefangen. Ich habe so lange gewartet, bis kalendarisch und meteorologisch alles durch ist, um mich dem Thema Adventskalender zu widmen. Und heute werden wir einen schon mal zusammenbasteln, denn das ist die beste Zeit, um damit anzufangen. Na, wir wissen ja, 5 vor 12 ist immer dann schon ein bisschen spät. Manchmal kommen da auch noch gute Sachen bei raus, aber damit ihr auch entsprechend Wahl habt und Zeit habt, eure Adventskalender vorzubereiten, starten wir damit jetzt an. Was gibt es denn heute für einen Adventskalender? Das wird ein Oktagon-Kalender sein. Das heißt also, wir haben eine Säule, auf der das Ganze basiert. Dann werden wir 4 Türme aufbauen darauf, die jeweils 6 kleine Schachtelchen in sich bergen. Und diese kleinen Schachtelchen kann man mit verschiedenen Sachen befüllen. Also klar, hier eignet sich natürlich Süßigkeit, und zwar passt das für alle so gängige Pralinen, die runden meine ich, ob das die goldenen, die weißen etc. pp. Sind. Das dürfte alles da drin passen, wie mein Beispiel jetzt hier auch gerade zeigt. Und ja, ich habe mich entschieden, mit dem Designerpapier Zauber der Feiertage zu arbeiten, und wir werden hier dieses schöne Papier Kirschblüte verwenden. Von diesem Farbkarton werden wir einige benötigen, denn wir brauchen nun mal 24 von den kleinen Schachtelchen, und wir werden aus einem Bogen nur 2 bekommen. Und darüber hinaus brauchen wir dann noch ein bisschen für den Boden und für die Seiten, wobei wir da schon auch recht sparsam arbeiten werden. Also insgesamt solltet ihr mindestens 13 DIN A4 Bögen von einem Farbkarton dann parat haben. Dieses Designerpapier ist aus dem neuesten Mini-Katalog, Weihnachtskatalog von Stamping Up. Das ist dieses hier. Und es ist nicht das letzte Mal, dass ich euch dieses Papier zeige. Aber da wir uns erstmal um den Aufbau kümmern, kommt das Designerpapier erst zum Schluss. Und daher lege ich das schon mal an die Seite. Was wir dann noch brauchen, sind natürlich Zahlen für den Kalender. Ich habe mich entschieden, hier auf die Stanzen-Buchstaben-Mix zuzugreifen. Hier findet ihr neben den Buchstaben auch natürlich Zahlen, die ich dann in einem silbernen Farbe gerne hätte. Und dafür habe ich, wahrscheinlich glänzt das wie blöd jetzt, habe ich dieses silberne Farbkarton dann ausgewählt, um da dem Ganzen ein bisschen Kontrast zu geben. Ja, darüber hinaus braucht ihr noch so eine Stanze. Das muss nicht sein, ihr könnt ja auch was anderes verwenden oder größer. Das ist eine 1/2 Inch Stanze, und diese brauchen wir, um entsprechend diesen Mechanismus hier zum Aufmachen der Boxen zu basteln. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schneiden uns erstmal das Papier zurecht. Ich zeige euch an einem Beispiel, wie ich das Papier geschnitten habe, damit ihr halt eben das Maximum daraus holen könnt. Als erstes nehme ich das an der kurzen Seite, also an den 21 cm hier rein, und schneide das Papier bei 11,5 cm hier durch. Also ich setze das da an und schneide das einmal durch. Dieses Stück Papier werden wir dann auch noch verwenden für die Seitenwände. Und das, was hier drin ist, drehen wir einmal und schneiden bei 14,8. Damit habt ihr 2 gleiche Stücke, aus denen wir dann die kleinen Schachtelchen basteln werden. Zu den Falzen kommen wir gleich. Und dieses Papier, das ist also für die Seitenwände, da brauchen wir 4 Stück von.
Und das soll die Maße haben 9,5. Das haben wir ja schon jetzt gerade durch das Durchschneiden vorhin. Und die Länge soll dann 21,5 cm sein. Dafür brauche ich jetzt hier noch den seitlichen Arm. Genau. Und das Falzen machen wir gleich. Ich wollte euch nur zeigen, was halt eben aus einem Farbkarton DIN A4 Format rauskommt. Und somit wisst ihr jetzt, wenn ich 24 davon brauche, dann brauche ich mindestens 12 plus dann noch einen zusätzlichen, damit wir noch für das Oktagon unten, für die Säule, die Basis bauen. Zu den Massen kommen wir gleich. Von diesen Seitenwänden brauchen wir halt eben 4 Stück. Also in der Summe, das war jetzt nur Vorschau. Ich habe hier schon was vorbereitet. Also, wir brauchen 24 Stück vom Farbkarton 11,5 mal 14,8. Dann brauchen wir nochmal 9,5 mal 21,5. Das viermal. Und wir brauchen dann nochmal 2 für die Oktagons, für unten und oben, und die haben die Maße 10,8 mal 10,8 cm. Ja? Wir fangen zu falzen mit dem Wichtigsten, und das ist in unserem Fall das Papier für die Boxen. Wir legen die einmal an der langen Kante, also an 14,8, in unserem Falzbrett rein. Oder ihr habt vielleicht dieses große Falzbrett, also nicht unbedingt hier mit so einer Schiene. Jedenfalls, wir falzen einmal bei 3,5, bei 7, bei 10,5. Und bei 14. Ihr habt schon gemerkt, das ist also, die Schritte sind immer 3,5 cm. Dann dreht ihr einmal dieses Stück Papier, und zwar so, dass diese kurze 0,8 cm schmale Falz nach oben zeigt, und dann geht ihr wieder hier bei 3,5 und falzt das ebenso in diese Richtung, dann bei 7 und nochmal bei 10,5. So, so sieht das aus. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sieht. Da sind also gleichmäßig mit dem Maßen 3,5 mal 3,5 so Quadrate entstanden. Und wir müssen aber an dieser Stelle ein bisschen was wegschneiden, und ich zeige euch, was weggeschnitten werden muss. Also, wir müssen das letzte Stück hier wegmachen. Hier werden wir das leicht anschrägen, und hier schrägen wir das auch an, und hier schrägen wir das an, hier schrägen wir es an, da und da. Letztendlich bleibt also hier eine Reihe von 4 Quadraten übrig mit einem Deckel und einer Lasche dazu. Die Lasche schneiden wir hier nicht seitlich an, denn das hält besser, wenn das gerade Kante ist. Das ist die Lasche zum Verkleben des Ganzen, und das ist der Boden. Und ich nehme hier ganz einfach eine Schere und gehe an diese Falzlinie und schneid das weg. Ihr könnt natürlich, wenn ihr schon falzt, das Ganze natürlich auch mit dem bei 11,5 mit dem Schneidewerkzeug wegmachen. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, und den Rest einfach abschneiden. Genau, da ist ein bisschen Verschnitt, wie ihr seht, oder bleibt ein bisschen Papier übrig, aber das könnt ihr vielleicht noch als Schnipsel für andere Projekte verwenden. So, da schneiden wir uns, wie gesagt, hier einmal ab.
dann geht die einfach mit einem Walzbein und zieht die Linien nach. Ich fange hier von der Seite an. Einfach klassisch hier alle Linien nachziehen. Auch nach oben. Und hier der Deckel entsprechend auch. Das Kleben würde ich mit dem Tomber machen. Da müssen wir die Lasche hier außen einmal damit versehen. Es gibt die einfache Methode, wie man das gerade hält. Also ihr klappt das hier an der ersten Falzlinie zu und hier auch quasi wie so ein Heft. Und dann sollte das auch an der richtigen Stelle verklebt sein. Und als nächstes nehmt ihr den Boden. Ich würde beginnen mit dem Quer. Also hier ist unser Deckel und hier würde ich gerne die zwei Laschen unter diese Lasche verstecken, damit ich hier eine Einheit habe. Deshalb beginne ich mit diesen beiden. Und da muss ich einmal von außen und einmal von innen hier das Ganze mit dem Kleber versehen. Und die setzen wir aneinander. Und hier müssen die beiden von innen mit Kleber versehen werden. Noch hier muss man den Kleber ein bisschen tiefer setzen, weil ich ja hier mit dem Anschrägen nicht den Platz bis zu dem Ende der Box habe und der Kleber würde da rausgucken. Und hier entsprechend auf der anderen vielleicht ein bisschen höher, also eins bisschen tiefer und eins bisschen höher, damit ich hier tatsächlich auch das gerade hier verkleben kann. So, final könnt ihr das einfach hier hinstellen und der Tombow eignet sich perfekt, um da einmal kurz reinzugehen und das Ganze anzudrücken. Das sieht jetzt bei mir nicht so schön aus, weil ich jetzt hier noch die Linien von dem Bleistift habe, aber das ist nur zum Zeigen. Genau, so sieht das Ganze auch erstmal aus. Damit die Boxen sich besser öffnen lassen, damit ich ein bisschen Griff habe, um die öffnen zu können, gehe ich einmal mit dieser Stanze hier rein, mittig, und auch hier in der Mitte dieser Kreisstanze hier darauf achten, schneide ich hier sowas raus, dann habe ich zumindest einmal schon mal die Möglichkeit, hier diese Box ein bisschen besser zu öffnen. Allerdings dadurch, dass wir die Boxen eh aufeinander kleben werden, brauche ich hier etwas anderes noch zusätzlich, und zwar nehme ich mir halt den Rest, den wir weggeschnitten haben, und mit derselben Stanze stanze ich hier einmal, muss das mal hier wegradieren, einen Kreis aus und klebe diesen sozusagen hier in diese Aussparung, die wir eben gemacht haben, drauf. Ja, das heißt also, ich werde hier einmal den Kleber setzen. Gleich einmal kurz warten, dass der einzieht, dann verschmiert uns das alles nicht. Dann nehme ich also das ausgestanzte Teil und setze das hier oben drauf, sodass das hier quasi einrastet. Ja, so sieht das aus. Und jetzt, wo der Kleber eingezogen ist, habe ich quasi noch nicht eingezogen, aber ich kann das ja noch mal hier öffnen, um das jetzt noch mal anzudrücken. Ich glaube, jetzt müsste das spätestens eingezogen sein. Das ist also unser Mechanismus, um diese Box aufzumachen. Denn, ich zeige euch mal kurz mit einer zweiten Box, wenn wir das dann später in dem Turm aufeinander kleben, dann wird dieses hier rausgucken und ich kann bequem an den Inhalt der Box rankommen. Das ist
das ganze Ziel. Man hätte natürlich auch was anderes machen können, hier etwas zum Ziehen, ein Band oder so, aber da ich diese Fläche nutzen möchte, um natürlich auch die Nummern der entsprechenden Tage anzubringen, würde mich das stören und damit hier habe ich eine andere Möglichkeit geschaffen, wie gesagt, an den Inhalt der kleinen Box reinzukommen. Okay, bedeutet so viel, dass wir jetzt genau das 24 Mal machen müssen. Und da bleibt nichts anderes übrig, als sich an die Arbeit zu machen. Und Schneidearbeit ist getan. Ich habe das auch tatsächlich ein bisschen automatisiert, dass ich erstmal gefalzt habe, alle diese Teile, und dann habe ich das Ganze geschnitten. Und jetzt müssen wir das entsprechend falzen. Jetzt verkleben wir das Ganze. So, jetzt schneiden wir die Griffe entsprechend aus, beziehungsweise stanzen diese mit dieser Stanze. Die größte Arbeit ist jetzt schon getan. Jetzt müssen wir das Ganze nur zu einem Turm bringen oder auf einen Turm und dann verzieren. Also ich entscheide mich jetzt bewusst, das im Anschluss zu verzieren. Aber ihr könnt euch das überlegen, vielleicht das schon vorher zu tun. Also hier ist zu beachten, dass hier diese Seite, also wir werden die seitlich hier so aufmachen, die Boxen. Das heißt, das ist die Front, die zu verzieren ist. Wie gesagt, ich würde mich jetzt erstmal um den Turm kümmern. Und dazu brauchen wir nochmal die beiden zugeschnittenen Elemente, die wir schon mal durchgegangen sind. Das sind ja die beiden 10,8 mal 10,8 cm. Und die legen wir zwar in das Falzbrett ein, aber wir falzen nicht, sondern wir markieren uns zwei Punkte. Das könnt ihr natürlich auch genauso gut mit einem Lineal machen. Also ihr legt euch das bei 3,6 cm an und markiert hier den Punkt oben, als ob ihr jetzt so falzen würdet, also von oben. Und dann verschiebt das Ganze nach 7,2 Zentimeter und macht das Gleiche. Auch den Punkt markieren und dann dreht ihr das Ganze um 90 Grad und macht es auf allen diesen Seiten. Diese Punkte sind dazu da, um jetzt die Position der Ecken, die wir abschneiden, zu bestimmen. Ihr legt den oberen Punkt mit dem unteren Punkt hier auf der Falzbrettlinie und schneidet diese Ecke entsprechend ab. Ja?
hier auch und hier auch. Das könnt ihr natürlich mit einem Lineal auch genauso gut abmessen und mit einer Schere abschneiden. So, und hier haben wir schon das Ergebnis und das ist ein Oktagon. Das ist die Basis für unsere Türme, die wir dann hier gleich stapeln werden. Diese Basis brauchen wir aber zweimal, weil wir ja den Boden und den Deckel brauchen. Das heißt, ich mache das gleiche hier nochmal mit dem zweiten Element. So, das sind die beiden. Und jetzt brauchen wir für die Seitenwände nochmal 4 21,5 mal 9,5 cm und wir falzen das gleich bei 2,3 cm und zwar 2,123 und das von beiden Seiten. Das heißt also, entweder falzt ihr dann nochmal bei 7,2 oder ihr dreht euch das einmal und macht da auch bei 2,3. Das mittlere Teil dürfte dann 4,9 cm sein. Und das gleiche macht ihr also bei allen diesen vorbereiteten Seitenteilen und wir haben ja 4 davon, also jeweils hier zweimal. Das können wir auch direkt falzen. Auch das hätte man jetzt vorher schon mal in der Mitte hier verzieren können, aber wie gesagt, ich mache das erstmal, um euch einmal den Shape zu zeigen und dann kann man sich mit der Dekoration dann noch austoben. Was ich jetzt als erstes mache, ist, ich bringe jeweils 6 von diesen Boxen aufeinander und verklebe es möglichst gerade. Und dabei achtet ihr bitte, dass ihr hier gut ausspart, dass das natürlich hier nicht verklebt wird, denn das versteckt sich quasi hinter der vorderen Box und darf dann nicht mit dem Kleber in Berührung kommen. Das heißt, ich gehe ja hier, wenn mein Kleber mir es erlaubt, großzügig auf jeden Fall hier lang und spare hier diese Sache hier einmal aus und bringe die aufeinander und achte dabei, dass die auf jeden Fall hier möglichst gerade sind. Dazu kann ich sie ja hier einmal hinlegen, ausrichten und mit den nächsten fortsetzen. Ja, also das ist jetzt quasi unten und das ist oben und weiter geht's. Das könnt ihr ja einmal ganz kurz nochmal hier fixieren, also einmal aneinander drücken, bis final dieser Turm auch verklebt ist und wiederholt das einfach für die anderen 6. Aneinander drücken, damit sich das alles schön verklebt. Und zum Trocknen an die Seite legen. So, die 1, 2, 3, 4 Türme sind nun verklebt. Und jetzt setzen wir das Ganze einmal auf die Säule bzw. das Oktagon. Und verkleben es. Also zur Visualisierung einmal ganz kurz. Die Säulen werden
hier einmal 1, 2, 3, 4 aneinander, aufeinander geklebt oder auf dieses Oktagon. Und hier die seitlichen Teile werden aus diesen Wänden gemacht. Und das entsprechend ergibt dieses Oktagon. Ich würde hier mit dem Seitenelement anfangen, das einmal hier mit dem Kleber versehen. Ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband dafür nutzen. Das würde sich auch dazu super eignen, um nicht zu sagen, vielleicht sogar besser. Ich probiere das einmal aus. Also so kann ich das natürlich noch ein bisschen verschieben, sofern ich die Notwendigkeit habe. Mit doppelseitigem Klebeband geht das natürlich dann nicht mehr. So, let's go. Jetzt einmal noch mal ganz kurz checken, welche Seite, wobei, nee, das ist ja irrelevant in diesem Fall noch. Soll möglichst hier gerade sein. Genau. Und dann einmal gerade legen oder hier von der anderen Seite nochmal ankleben. Wichtig ist, dass hier das hier auf jeden Fall möglichst gerade ist, denn wenn wir das dann später aufstellen, dann darf hier keine Lücke oder irgendwie unschöne Spalten geben. Okay, dann setzen wir fort, indem wir dann den zweiten Turm nehmen und entsprechend hier rankleben. So, und jetzt darauf achten, dass wir den Turm auch richtig rum haben, denn wir werden ja die Schubladen hier nach unten öffnen, so wie bei dem ersten Turm. Also nicht andersrum verkleben. Das heißt, da korrigiere ich einmal und werde hier entsprechend den Kleber draufsetzen und wie gehabt, wie den ersten Turm, da die erste Seite verkleben. So, und jetzt kommt der Verschluss, quasi das letzte Teil. Ich hoffe, dass das auch geschmeidig aneinander geklebt werden kann. Das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Denn ich hatte ja, nachdem ich das entworfen habe, auch gar keine Möglichkeit gehabt, das zu testen. Das heißt, das ist ja auch die Premiere. So, ist ja so ein bisschen wie Tausendfüßler hier. Ich drehe mir das Ganze einmal um, bis ich an dieses letzte Teil hier gelange und setze es entsprechend wie zuvor mit dem anderen Teil hier an dieser Stelle zusammen. So, meine Finger kleben ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen und mich ein bisschen beeilen. So, das Klasse ist, dass man hier auch die Finger mit reinsetzen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das hier an dieser Stelle auch tatsächlich hier nochmal reinzudrucken und auch das Falzband geht hier rein. Und jetzt musste ich nur noch das lange genug aneinander drucken, dass sich der Kleber auch hier verbindet. Das mache ich mal eben kurz. Kann das ja auch noch schon mal hier ganz normal aufsetzen, so wie es später sein soll. Jetzt drücke ich ein bisschen die Schubladen nach innen, aber das macht ja nichts, das kann ich ja gleich korrigieren. Das Wichtigste ist, dass die letzte Wand hier auch korrekt angeklebt wird. Und ja, das ist auch
tatsächlich ohne Probleme geschehen. Ja, so sieht unser Turm erstmal aus. Kann ich das jetzt einmal von allen Seiten zeigen? Es ist jetzt noch recht flexibel, weil wir den Sockel noch nicht draufgelegt haben. Das ist quasi der letzte Step, bevor wir hier in meinem Fall die Verzierung auch final anbringen. Ich fange jetzt von dem Boden an. Also der Boden ist da, wo keine Lasche hier unten ist zum Zieren, und drehe das Ganze hier entsprechend. Und versehe alle diese Boxen, die hier zum Vorschein kommen. Könnt ihr das sehen eigentlich? Ich hoffe es. Einmal mit dem Kleber. Und dann nehme ich jetzt einen von den beiden Teilen, die wir vorbereitet haben. Richte das vorher noch nach Möglichkeit hier geradeaus, soweit es geht. Setze das hier oben drauf und fixiere es nochmal. So, da wo die Boxen sind, kann man ruhig ein bisschen länger hier andrucken. So, einmal umdrehen. Und das gleiche auch hier oben machen. Hier wieder dran denken, die Aussparung nicht zu vergessen. Ich mache die Schubladen aber trotzdem zu, damit die Stabilität hier gegeben ist und damit man besser die Ausrichtung hier findet. Weil, wie ihr seht, das spannt so ein ganz bisschen hier. Unser finaler Tour des Adventskalenders. Also der ist wirklich stabil, da passiert nichts. Also wenn das Gewicht da reinkommt, hier kann man oben dran drücken, da ist wirklich alles recht gut stabil nochmal. Und ja, das war's schon eigentlich. Jetzt kommt eure Verzierung, meine Verzierung. Ich habe natürlich meinen Vorschlag schon zu Anfang gemacht mit dem schönen Designerpapier Zauber der Feiertage. Ich würde das jetzt einfach machen und euch zum Schluss nochmal die Maße mitteilen, falls ihr auch die Verzierung ähnlich machen wollt, damit ihr das nicht mal selber ausmessen müsst. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Material vorbereitet und würde euch gerne einmal kurz zeigen. Also der Deckel, der hat ursprünglich die Maße 10,2 x 10,2 cm, also es ist ein Quadrat. Dann habe ich wieder wie bei dem Boden und Deckel des Adventskalenders zwei Markierungen gemacht, einmal bei 3,4 und einmal bei 6,8. Dann habe ich um 90 Grad gedreht und diese Markierung fortgesetzt, also immer bei 3,4 und 6,8, und dann habe ich die Ecken einfach an diesen Markierungen durchgeschnitten. Genau, hier sieht man ja noch mein Bleistift noch ein bisschen. Das mache ich weg. Das ist also für den Deckel. Auch für den Deckel ist dieses wunderschöne Geschenkband. Das ist so gerippt an der Seite. Da werden wir noch eine fette Schleife irgendwie machen. Mit dieser Schnur auch dann noch mal fixieren. So, für die langen Seiten, also dieser hier, habe ich hier einmal dieses Designerpapier ausgeschnitten. Und zwar, das sind einmal 4,5 mal 21 cm entsprechend, also viermal. Und dann habe ich mich für die beiden Kombinationen, das finde ich echt einen guten Kontrast hier, für die Front der Box entschieden. Und das Designerpapier ist zugeschnitten in den Maßen 3 cm mal 3 cm. Und darüber hinaus brauchen wir natürlich noch die ganzen Adventszahlen,
Takzahlen und die habe ich einmal aus dem Metallic Folienpapier und dem Buchstabenmix schon auch einmal ausgestanzt und werde das jetzt alles nochmal im beschleunigten Tempo zusammensetzen. Adventskalender ist soweit fertig. Genau, da ist noch kein Inhalt drin, deshalb kann es passieren, dass die Türchen so ein bisschen leicht reingedrückt werden können. Genau, hier ist das nochmal aufgegangen. So sieht das final aus, mit diesen wunderschönen Farben, recht frisch. Also ich werde das an ein Mädchen verschenken, an mein Patenkind. Und da seht ihr schon, wie das funktioniert. Hier sind die Zahlen absichtlich immer der Reihe nach, also 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort, immer der Reihe nach im Kreis quasi angebracht worden, damit man ja auch noch ein bisschen Spaß hat bei der Suche nach den Zahlen. Ja, das ist die Idee für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und es hat sich gelohnt für mich, diese für euch auszutüfteln, denn das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, wenn ihr mögt und mehr Ideen, auch übrigens Adventskalender sehen wollt demnächst, dann abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr das definitiv nicht verpassen. Und ansonsten, wenn ihr meine Ideen nacharbeitet, freue ich mich natürlich gerne über eine Verlinkung und würde mir das dann auch entsprechend angucken und gerne auch kommentieren. Von daher, ja, denk an mich und ich wünsche euch nochmal viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!